Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Japan Grand Prix steht vor der Tür, ein richtiger Klassiker. Und da geht es natürlich schon am Donnerstag, den Medientag, hoch her. Zwei große Themen haben uns beschäftigt heute. Es war auf der einen Seite DRS, denn es gibt in Suzuka nur eine DRS-Zone, anders wie auf vielen anderen Strecken. Die DRS-Zone befindet sich natürlich auf der Start-Zielgeraden, wie in den vergangenen Jahren auch. Man hat überlegt tatsächlich, ob man noch eine zusätzliche DRS-Zone macht, und zwar nach der Spoon-Kurve. Allerdings wäre dann auch 130R, diese mega schnelle Linkskurve, davon betroffen gewesen. Und da hat sich die FIA, vor allem Charlie Whiting, dann dagegen entschieden. Er hat gesagt, nach Silverstone weiß er nicht, ob die Teams da somit glücklich wären mit dieser Entscheidung, denn da gab es schon jede Menge Kleinholz. Wir erinnern uns an die Unfälle in Kurve 1 in Silverstone. Damals übrigens habe ich Charlie Whiting noch gefragt, ob das so jetzt so eine gute Idee war, rückblickend in Silverstone. Da meint er noch, ja, eigentlich ist es ja nicht anders als Vollgas geben, wo die Fahrer auch abschätzen müssen. Also da hat er seine Meinung offenbar geändert. Die Fahrer, die sind nicht so ganz damit einverstanden. Die hätten es ganz gerne gesehen, wenn man so ein bisschen eine Mutkurve gehabt hätte, wo der Fahrer tatsächlich noch einen großen Unterschied macht. Andere Fahrer haben auch gesagt, sie sind eh schon mal 130R mit offenem DRS durchgefahren. Da muss man dazu sagen, das war noch zu einer Zeit, als DRS im Qualifying und im Training komplett unreglementiert war. Also man einfach aufmachen konnte, wo man wollte. Und zu Zeiten der Luftpumpenmotoren, wie wir gerne sagen, scherzhaft, also wo man noch nicht so viel Power an der Kette hatte. Sebastian Vettel, der hat es auf den Punkt gebracht, DRS ist ihm zu künstlich. Wenn man schon in Japan ist, dann kann man schon drüber nachdenken, ob er es nicht macht wie bei Mario Kart, dass man einfach eine Banane hinten rauswirft und dann schaut, ob das Überholen so einfacher wird. Also DRS immer noch ein großer Gesprächspunkt in der Formel 1. Ein anderes großes Thema war das Qualifying-Format. Es kam ja jetzt auf, dass die Rechteinhaber überlegen, am Qualifying-Format so ein bisschen was zu ändern. In der Strategiegruppe in den vergangenen Wochen wurde es diskutiert. Aktuell gibt es ja 3 Qualifying-Abschnitte. In Zukunft sollen es vielleicht 4 werden, also Q1, 2, 3 und 4. Im Q1, Q2 und Q3 sollen jeweils 4 Fahrer ausscheiden. Die Segmente sollen etwas kürzer werden und dann am Ende noch 8 Fahrer um die Pole-Position kämpfen. Auch das hat ja sehr unterschiedliche Meinungen hervorgebracht zwischen den Fahrern. Lewis Hamilton, wie man ihn kennt, hat gemeint, ja, eigentlich ist alles gut, was man mal ändert. Er fühlt sich in dem richtigen Trott jetzt. 21 Rennen, 21 Wochenenden, 4 Tage, immer das Gleiche. Und er sagt, man muss irgendwas ändern. Es gibt auch so langweilige Rennen dabei. Da sollte man mal überlegen, vielleicht ein Reverse Grid oder was auch immer. Auf jeden Fall muss man irgendwas ändern. Sebastian Vettel, da sieht man auch mal wieder, wie unterschiedlich die Titelrivalen auch von der Persönlichkeit her sind, hat gesagt, nein, eigentlich braucht man nichts ändern. Die Menschheit generell hat er etwas kritisiert, meinte, man braucht immer mehr Entertainment. Ist nicht so ganz das Seine, er lebt ja eher zurückgezogen in der Schweiz, während Lewis Hamilton da sein High Life macht und von Monaco aus in die Welt chattet. Er sagt, für ihn das beste Qualifying war eine Stunde und einfach Vollgas, mal schauen, wer der schnellste ist. In 10 Jahren, worüber reden wir dann? Q9, Q10 meint er. Aktuell ist es ja schon so, alle schauen nur aufs Q3 und wenn man dann noch mehr Segmente hat, dann schiebt sich das einfach nach hinten. Den Spruch des Tages hat aber, ja, es ist sogar ein bisschen schwierig zwischen Sebastian Vettel und seinem Mario Kart Spruch und Stoffel van Dorn, der sich zum Qualifying geäußert hat, der meinte, Q4 eigentlich relativ egal für ihn, denn er ist sowieso im Q1 draußen. Natürlich wurde auch noch über andere Themen gesprochen, natürlich was sportlich los ist, was sportlich los war am vergangenen Wochenende. Mercedes war das ganz große Thema in Sochi, die Stallorder beschäftigt uns weiterhin. Valtteri Bottas hat gesagt, er hat das Ganze ganz gut verdaut und ihn hat das sogar noch gestärkt im Selbstbewusstsein, denn er hat gesehen und gezeigt, dass er der Stärkste war in Sochi. Insofern alles gut gegangen, er würde es genau nochmal so machen, er hat nie darüber nachgedacht, was anderes zu machen. Der perfekte Nummer-2-Fahrer eben, wie man ihn sich so wünscht in so einem Team. Lewis Hamilton, der sich ja nicht besonders gefreut hat über seinen Sieg, meinte aber trotzdem, es nimmt keinen Glanz von seinem WM-Titel, soll es denn der WM-Titel werden, denn er fährt so gut wie noch nie zuvor. Sollte es denn der 5. WM-Titel werden, das ist ein gutes Stichwort, denn Sebastian Vettel, der kämpft ja noch gegen ihn, 50 Punkte Rückstand seit Russland, das wird nicht einfacher für ihn. Was macht ihm jetzt Mut? Singapur war schon nicht so toll, Russland war noch weniger toll, der Ferrari scheint ein bisschen zurückzufallen. Sepp sagt aber, nee, Ferrari hat keine Technikprobleme, wir gehen nicht in die falsche Richtung. Alles funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die anderen scheinen einfach nur ein bisschen besser gewesen zu sein in der Vergangenheit. In einer Woche konnte man natürlich jetzt nicht viel machen am Auto, es gibt wahrscheinlich keine neuen Teile. Aber er hofft natürlich auf die Streckencharakteristik, die gänzlich anders ist als noch in Singapur oder Sochi. Dazu hat er noch ein paar Ideen, oder Ferrari hat besser gesagt noch ein paar Ideen, was man am Auto noch verändern könnte. Wahrscheinlich spricht er vom Setup. Und so ist er dann doch ganz guter Dinge, dass es in Sochi noch was werden kann. Punktemäßig, da konzentriert er sich jetzt gar nicht so sehr drauf, dass es in den letzten 6 Wochenenden 5-mal schlechter für ihn aussah als für Lewis. Interessiert ihn auch nicht, er meint, das hätte er gar nicht nachgerechnet und deswegen noch total beruhigt. Wetter wird ein ganz großes Thema, denn Regen ist vorhergesagt für Freitag und Samstag.
Wir wissen ja, die Meteorologen sind da nicht immer ganz so gut, aber es ist wohl davon auszugehen, denn ein Taifun streift da an der japanischen Küste. Suzuka könnte noch ein bisschen Regenschauer davon abbekommen. Die große Frage, ist es jetzt ein Vor- oder ein Nachteil für Ferrari oder für Mercedes? Wenn man die Saison beobachtet hat, kann man sagen, für Ferrari war es ein bisschen schlechter, wenn es geregnet hat. Und Lewis Hamilton ist ja der Regenkönig der Moderne. Wenn man sich die Statistik anschaut, die letzten Regenrennen, alle von Lewis Hamilton höchstpersönlich gewonnen. Sepp sagt trotzdem, ja, nicht jedes Regenrennen ist gleich. Er hätte gar nichts dagegen. Schauen wir mal, wie es läuft. Qualifying wird wahrscheinlich nass, im Regen, aller Voraussicht nach dann trocken. Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport-App? Jetzt im App Store nach Motorsportmagazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose motorsportmagazin.com App auf www.motorsport-app.com.